heute zufrieden? Wieso nicht? Aber du hast sie vorher gekannt? Ja. Hast du mit ihr ein paar Worte gewechselt drinnen? Ja. Nämlich? Ja, Begrüßung, was das auch. So wie es sich gehört, oder? Ganz normal. Das ist ganz normal. Ja. Handkuss und so? Aber nix so. Okay. Es gibt eine Taktik dort oben. Okay. Alles Gute euch zwei. Und nehmt's Platz. Und jetzt schon halten wir ganz fest die Daumen. Nicht nur für heute, sondern auch für Schladming. Was ist denn das Wichtigste für dich am Skirennsport? Warum machst du das? Weil es Spaß macht. Das ist das Wichtigste daheim, ist was? Konditionsmäßig. Und der Gaudi muss man haben. Sind denn deine Ziele? Du wirst ja dann auch bei den World Games auch dabei sein, glaube ich, oder? Ja. Was kannst du dort erreichen? Schauen wir mal. Was machen wir drauf? Warten wir mal und schauen wir mal, ne? Dann sehen wir schon. Und die Malis, was erwartest du dir von deinem Partner? Du hast ihn ja schon beobachtet jetzt beim Einfahren. Ja, das Wichtigste ist, haben wir ausgemacht, dass mein Kollege unter dem Wall fahren. Das sind super Bedingungen, super Kulisse haben wir und Zuschauer, also ja. Einfach Spaß haben und die Ski anlassen. Du hast ja einen besonderen Grund, warum du heute ausgerechnet mit dem Daniel fährst, weil du bist Botschafterin. Genau, ich bin Botschafterin für die Special Olympics in Schladming 2017, also heuer im März. Und ich freue mich schon sehr drauf, es macht Spaß. Die Leute, also sie, du merkst halt, die muss er gar nicht haben, wenn er jetzt beim Skifahren ist. Und ja, das ist eine super Sache. Ja Daniel, jetzt geht's los, viel Spaß. Morgen dabei, wenn es um den Titel der Slow Space Princess geht. Sie war schon einmal Slow Space Princess in Malis Reich. Oh, super gefahren. An der zweiten Stelle sind sie mal die beiden Malis und Dani. Das kann sich auch heute ausgehen für eine Podestplatz. Du hast doch durch das Volk gehen lassen. Wie war denn auch für dich? Ja, genial. Und ich habe schon früh eine Gaudi gehabt und es ist für mich ein Highlight, dass ich da war. Was hast du denn gesagt? Ich gebe viel Gas. Ich habe mal vorausgeschaut. Super Bedienungen und super Pisten und schön nichts eisig, sondern schön kräftig und nichts. Ich habe schon früh zum Rot und zum Blauen da und so gefahren, immer schön ein. So wie der Karl gesagt hat, mein Vater. Also im Nötern sind ja da. Nötern sind auch, sind ganz stolz auf dich, super. Daniel, du bist da wunderbar runtergefahren. Wie waren die Bedingungen heute? Super. Super? War es eisig? War es griffig? Griffig. Griffig? Der Schnee war schön kompakt. Schön kompakt? Ja, ich bin runtergekommen. Gut. Du bist runtergekommen. Ja. Und hat der Ski Gaudi war es auch. Ein Gaudi war es auch. Und der Ski hat ordentlich gegriffen. Ja, und ich habe schön duschen lassen. Du hast schön duschen lassen. Die war schnell. Du bist Botschafter in der Special Olympics in Schladming, Lanzau, Graz. Was sagst du zur Leistung von deinem Teampartner heute? Ja, also ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich habe ihm nachgeschaut und er ist super runtergefahren, er ist eine super Linie gefahren, hat die Ski laufen lassen. Also ich freue mich schon auf März. Gibt es noch was zu verbessern für den März? Irgendeinen speziellen Tipp? Ja. Man, ich würde sagen, das Wichtigste ist, und das haben wir auch vor dem Start ausgemacht, dass man Spaß hat. Spaß hat, wenn man da runterfährt und dann passt es eigentlich am besten, würde ich sagen. Und auf jeden Fall. So, was sagt er?